Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Raro auf dem Draro Server. Und hier fliegen ein paar Kalf. Kälber. Jo, und hier fliegt auch nochmal ein Korb. Sehr schön. Und du siehst ein bisschen drückt aus. Ja? Hallo. Jo, heute werde ich das erste Mal auch ein bisschen mehr Rollenspiel machen. Ich rede als Moderator und der liebe Drago, hallo Drago. Ja, ich bin der süße Drago. Ja, und der Server lag gerade ein bisschen. Ja. Gut, also, wir werden ein bisschen diskutieren. Er wird ein bisschen Sachen zeigen, die er gemacht hat während der Aufnahmepause. Und ja, ich muss unbedingt Zucker irgendwo anpflanzen. Ah, das sind 10 Bildchen. Komm, Drago, dann schaffst du, komm. Ja. Ja, es macht mir so mega viel Spaß wieder, dass ich einfach nicht sein kann ohne Aufnahme. Ihr zwingt mich dafür. Nee. Aber es ist einfach cool, wie viel läuft. Es ist einfach cool, wie einfach momentan einfach alles gut geht. Und dafür seid ihr verantwortlich. Dankeschön. Ihr seid nett, ihr seid cool und ihr dürft auch bessere Parts noch bekommen. Ich kann mich immer wieder fortbilden. Ich werde irgendwie besser. Oh. Nee. Es kann nicht immer gut laufen, klar. Aber momentan geht es doch eigentlich schon ziemlich gut. Ja, die Weizen brauchen wir, aber die Glocken möchte ich mal noch rein tun. Die Weizenkörner hier, essen müssen wir nicht. So, Drago, was hast du sonst noch gemacht? Ja, ich habe hier unten noch mehr Weizen angepflanzt. Und so geht das Menü auf, wenn ich nicht E drücke. Nochmals. Ja. Ich habe hier einen Chunk Loader hingebaut. Das ist einfach ein Custom Embassy, also ein Custom Embassy Mod, den ich als Chunk Loader eingeteilt habe, weil ich nicht immer hier in der Nähe bin und damit einfach die Chunks auch geladen werden. Und dann habe ich hier einfach ein bisschen begonnen. Ich habe mir die Mühe gemacht, ja, ich weiß nicht wie, 30 Blöcke abzubauen. Nee, nicht. Und ja, wir müssen die Bären noch fort machen. Also alle anpflanzen sozusagen. So. Und die auch. Die mache ich hier. Noch ein. Okay. Und Baumwolle auch noch mehr anpflanzen. Ist gerade momentan mit dem Server irgendwie nicht so los. Also der Host, also der V-Server ist mega gut. Aber trotzdem irgendwie machen die Mods oder so noch ein bisschen Probleme. Ich weiß es nicht. Ja. Das müssen wir alles noch fixen. Und ja, wir suchen immer noch Mod-Entwickler, einfach die ein bisschen etwas an Mods machen können. Oder seine eigene Mods auch machen können. Die werden natürlich riesig belohnt dafür. Und ja. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt Essen. Der Drago verhungert schon fast. Ah, genau, das machen wir gleich, bevor wir die züchten. Sie weiß, grün machen, hä? Kakteen. Die Kakteen! In grün. Wie macht man die kochen, gell? So. Wir sind Level 10 nur noch. Wir sind ja gestorben an extrem bösen Wildschwein. Oh Gott, ich glaube, ich muss so langsam einen Bogen. Ich werde es relativ früh einen Bogen verzaubern. Okay, jetzt geht gerade heute nicht so viel mit den Kisten. Es ladet manchmal einfach zu lange. Das ist einfach Java. Und sind vielen Mods geschuldet. So. Ich möchte gerne, ich habe ja Zwillingsforest übrigens, die
Schafe geholt, gecheatet, nicht wundern, gell? Die Schafe sind gecheatet, weil es keine normalen Schafe mehr gibt und auch keine Schafe mehr, wegen dem Dingkraft-Mod, Animania-Mod. Und deshalb musste ich die holen. Und ich konnte nicht in die Twilight Forest. Und deshalb habe ich die einfach jetzt so geholt, weil die kann man nicht durch die Portale vom Twilight Forest machen, leider. So, jetzt sind wir bereit mit der Farbe. Machen wir schön grüne Schäfchen. Bitte. Ja, sie sehen jetzt nicht so schön grün aus. Das Huhn ist immer noch nicht gestorben. Gut. Es könnte verhungern. Ah, oh, wie süß. Die sind ja cool. Wow. Perfekt. Sehr schön. Dann habt ihr noch ein bisschen Licht. Ein Creeper habt ihr auch noch zum Kuscheln. Und ja, dann gehen wir eigentlich weiter. Wir sollen nur nicht mitkommen. Du kommst nicht hier hoch, gell? Was ist ein Brettspiel? Waldbrettspiel? Hallo. Ah, schön. Angst hatte. Da drin. Hä? Wie viele Leben haben die? Oh, gut. Weg damit. Nein, ich angreife. Ich bin nicht schuld. Das war der Kanarenbrennspiel. So, ich bin so böse, Mann, ich meine Minecraft. Weiß auch nicht, wieso. Tut mir leid für die Ahnung. Alle die lieben, netten Menschen, aber ich bin leider manchmal ein bisschen böse. Also der Drago ist böse. Nicht ich. Ich bin ja der... Wie soll ich mich eigentlich nennen als Moderator? Auch Drago. Okay, wir sind Drago und Drago. Zwei Brüder, einer im Spiel und einer vor dem Mikrofon. Der Affe ist vor dem Mikrofon. So. Das haben wir. Jetzt müssen wir... Ah ja. Drago, du bist auf Weltreise gegangen, gell? Ja, 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 ja. Er ist hier runter. So, hat hier nochmals Schafe gesucht. Ist dann hier hingegangen und hier gab es irgendwas mega Spezielles. Eine Insel, ich glaube, das war die, mit Olivenblätter, die also Olivenbäume, die brauchen wir. Jetzt müssen wir also irgendwie hier runter tucken und zu dieser Insel gelangen. Dann ist er hier durch noch gegangen. Da waren wir da einmal unterwegs mit dem Schiff hier, glaube ich. So. Hier durch. Mega schönes Biom. So ein Bambuswald oder so. Steht da oben. Beach. Also das ist, weil wir da auf Beach sind, jetzt gerade stehen. Dann hier auch wirklich ein schönes Biom. Und hier Granit. Und dann so ein Mystic Mountain heißt es, glaube ich. Ist ein schwarzer Stein. Da müssen wir unbedingt... Kann man da irgendwie markieren? Man kann kein Waypoint direkt auf die Map machen. Ja, wir werden es auch wieder finden. Hier runter und hier habe ich noch ein paar Gräber geplündert. Ist das jetzt gerade für ein Biom ist, weiß ich nicht. Das ist normaler Stein. Ja, sieht auch so merkwürdig aus. Und hier? Das wurde aufgedeckt, obwohl ich hier nicht war. Okay. Keine Ahnung. Also, dann gehen wir mal wieder auf Reise. Brot können wir ja nicht machen, nur wir können nur noch Teig machen aus dem Brot. Aber wir können ja ein paar Dinge mitnehmen. Kartoffeln. Bohnen. Die sind noch nicht reif mehr. Also, neu. Noch nicht gehört. Ananas können wir noch mitnehmen und Karotten. Komm. So. Dann haben wir genug Essen. Das Boot ist noch hier, ja. Dann gehen wir kurz Olivenbäume holen. Eine Axt habe ich. Gut. Kann ich hier links durch? Ja. Ah ja, müssen wir sowieso das Boot dann noch ja, befreien von den Nords. Ja. Die sind leider böse. Ich weiß nicht, wie man die nett macht. Ich möchte eigentlich mit den Nords, mit diesem Nordic Volk gar nicht im Clinch sein. Ja. Werden Sie dann sehen. Oh, wie schön der Baum. Die Lianen sind endlich gewachsen.
So. Das sieht schon merkwürdig aus, wenn die Lianen immer bis ganz nach unten reichen. Dort können wir noch hin, ja. Und wir können ja eigentlich so ein bisschen nach Südwesten. Ja. Südwesten, ja. Okay. Da sind wir noch nicht gewesen. Boah, ist mir kalt hier. Jetzt wird plötzlich wieder kalt. Ja, das ist das Himalaya. Ich glaube, das ist das Himalaya oder ist das der Gletscher? Das Himalaya ist hinten dran. Das Gebirge. Ja. Gehen wir kurz. Oh, schöner Stein, schwarzer und Granit wieder. Das ist ein heller oder ist das Gravel? Das anders sieht, oder? Diorit. Verliert. Mal kurz schauen, was das für ein Gebirge ist. Cold Beach, aber es gibt Glacier. Okay, das ist der Gletscher. So. Also, wo sind die Olivenbäume? Oliven! Das ist eine Qualle. Sieht aus wie ein Amboss. Das ist das. Hallo, Qualle. Wie geht's dir so? Siehst aber süß aus. Darf ich dich killen? Scheinbar nicht. Das ist recht schwer. Das ist eine Mine und da gibt es viele Schätze unten. Das ist recht schwer, da gehen wir noch nicht hin. Jetzt kommt die Insel, ja. Jetzt kommt die Insel, ja. Der Himmel ist wieder mal geil. Schöner Morgen. So, wo sind die Olivenbäume? Ist es jetzt die Insel schon? Oder die da drüben links? Ist auch noch ein Bienenstock. Großes Schiff. Ja, es ist die Insel hier. Okay. Auf der Map ist es also die da. Okay. So, hier sind keine Monster. Gut. So, Olivenholz. Nehmen wir noch einen Baum mit. Es sind nur zwei. Aber die nehmen wir mit. Ja, Wildbeeren. Die wir auch. So. Winterberry. Nehmen wir auch mit. Und ja, jetzt gehen wir noch kurz in dieses Häuschen. Ein Hexenspot. Ui, Gott, das ist viele Sachen. Sind wir schon wieder voll? Drachenherz. Lol. So. Noch eine Hexe. So. Wo ist die Hexe hin? Na gut, dann bist du nirgends. Ich brauche keine Hexen. So. Oliven nehmen wir mal raus. Ein Baum ist doch noch hier. Also ein zweiter Baum ist noch hier. Okay. Wie weit ist es denn wieder nach Hause? Es ist schon ein Stück. Ich muss also die Sachen zuerst ausladen, bevor wir dann hier noch ein bisschen erkunden. Also. Richtung Spawn, aber ja, nicht ganz. Also so geradeaus. Okay. Wunderbar. So, der Drago. Du möchtest ja eben Nekromancer werden. Ja, aber eher Berserkergarn und so. Ja, eben, das passt auch besser zu den Kelten. Deshalb müssen wir schauen, dass wir einfach mal alle Rüstungen machen. Und dann das auswählen, was dir am liebsten ist, lieber Drago. Ja,
Ich hätte Lust, ja auch noch ein bisschen Bogenschützen zu sein. Ja, das werden wir dann auch noch planen. Eben der Bogen ist eigentlich das erste, also auch der Spitzhacke das erste, das wir verzaubern. Genau. Vielleicht auch Angeln. Ich werde schauen, dass ich noch ein bisschen mehr Angeln tue während den Folgenpausen. So zwischen den Folgen. Und ja, es ist. Also, ich habe ja angekündigt in einem, glaube ich, VOV-Part war es, VOV-Gameplay, dass ich Dawn of War, Apokalypse, irgendwas mit Apokalypse, Dark Apokalypse Mod, let's playen möchte. Geht leider nicht, das Spiel stürzt immer wieder ab, wenn man aus dem Fenstermodus rausgeht. Geht leider nicht. Deshalb werde ich ein anderes Projekt machen, das ist wahrscheinlich Stardew Valley, weil ich liebe den Entwickler, der macht so viel für das Game. Es ist einfach auch ein tolles Spiel. Ich werde es mit Mods ein bisschen einfacher machen bei der Bedienung. Also vor allem das Angeln ein bisschen einfacher machen noch. Vielleicht mal mehr Features einbauen. Und werde das mal let's playen, weil das ist auch relativ Minecraft-ähnlich. Und macht sicherlich auch mega Spaß. Bei mir macht es mega Spaß. Und dem Drago, ja. So, did it? Dann hat hier nichts anderes. Traubensamen, die können wir glaube ich nicht anpflanzen, aber die müssen wir rüber machen. Ducktape müssen wir auch nicht rein tun. Das Drachenherz kann hier rein. Winterberry kommt hier rein. Aber die Setzlinge müssen wir anpflanzen. Hier kommt noch rein. Nichts oder nicht. Oh, Spaghettios! Tombstone Soulbond. Soulbond. Die werden wir anpflanzen. Das zeigt, dass wir nicht anpflanzen möchten. Hier. Und der Busch muss noch hin. Wo haben wir die Büsche hier? Können wir leider nicht auf Sand platzieren. So. Das ist immer unser Notfallsessen, diese Ration, wenn die so schnell wachsen und gut essen geben. Mal das anpflanzen. Mal ein bisschen mehr auch hier von dem anpflanzen. Mallow Seed. Nichts mehr. So. Was wollen wir denn noch? Von dem anpflanzen. Und dann haben wir gleich viele Punches. So, von dem haben wir auch recht viel. Aber ich möchte gar nicht so viel Gartenarbeit machen, nur das motiviert mich immer wieder ein bisschen. Was wir nicht brauchen, gebrauchen können, anzupflanzen oder einfach zu ernten. So, also hier mache ich alles frei, gell? Außen werde ich auch noch bauen, aber das alles nicht in der Aufnahme, das interessiert euch ja nicht so sehr. Also alle Seeds hier rein. Und hier rein. Baumwolle hier rein, Kaffee, Bohnen, Ananas lasse ich noch, Hemlock und Little Valley auch hier rein, das anpflanzen und das Olivenholz kann hier rein. So. Schlafen können wir leider noch nicht, ah doch, okay, und das schnell. Pflanzen wir mal hier einen an, hier einen, hier einen und... Cherrybombs können wir noch ernten. Sollen wir ein paar von diesen Bäumen entfernen?
Also nicht wundern, wenn die dann einfach weg sind. Die sind dann leider einfach weg. Jetzt habe ich so wenig. Wieso glitschen die raus oder kommen die raus überhaupt? Keine Ahnung. Unglaublich. Oh, Killerschmetterling. Burn. Ist das ein Schwalbenschwanz? Aber ein dunkler. Kenne sie leider nicht. Ah, wie geil. Ja, also der Animal Plus Mod ist schon noch ein bisschen verbuggt. Also das ist, glaube ich, die Schmetterlinge sind nicht von Animal Plus. Aber die sind auch sehr oft da. Aber das muss man alles irgendwie ein bisschen einstellen. Da brauche ich einfach noch ein paar Helfer. Helfersleute. Ja. So, wir wollten ja auch noch... aus dem Ziegel wollten wir einen Topf machen. Den Topf haben wir noch nicht gemacht, oder? Doch, wir haben ihn gemacht, okay. Fleisch tue ich noch nicht braten. Ich wollte ja noch mehr gönnen dem Necromancer. So, also es gibt Necromancer, es gibt Fera, nein, es gibt Umbra Calvarie, Paladin, es gibt Gladius Römer vielleicht oder so. Umbralux. Also Umbra Kite Shield. Umbralux. Krass. Es gibt Beastmaster. Die brauchen wir. Da brauchen wir bestimmtes Leder. Roged Fur. Feral Leffer. Petwistle. Aha, das ist also nur für die Beastmaster zugute. Wir brauchen Dark Leffer für Necromancer. Und Dark Leffer macht man aus fermentiertes Spinnenauge, Knochen und Leder. Wie viel Spinnenauge haben wir? Wow, ein. Und das müssen wir braten. Was muss man machen, damit man fermentiertes Spinnenauge bekommt? Da braten. Oder mit einer Enterperle oder so kombinieren, irgendwie so das. Ist noch zu schwer für uns, deshalb nicht Necromancer. Wir könnten Gilded Iron machen, ja, das können wir eigentlich ziemlich gut machen. Komm, wir werden Paladin. Ja, das ist ziemlich gut. So, was noch? Eisen. Haben wir auch genug. Könnte ich noch holen. Könnte ich noch braten. So. Und jetzt? Ja, ist wahrscheinlich der Part bald zu Ende. Ja. Gehen wir einfach noch. Soll ich noch einen Homepunkt machen? Ja, dann überlegen wir jetzt eigentlich schon mal, was wir denn machen. Ich habe den falschen Planspot. Ah, hier seht ihr das, die Erde, die ich abgebaut habe für den innen, für den im Berg platzierte Ding, Farm, oder? Brauche ich doch Erde. Genau, da habe ich die Erde gefarmt. So. Die möchte ich eigentlich auch irgendwo noch anpflanzen können. Meines nehme ich jetzt nicht mit. Ah, hier ist die Mine, genau. So, ich werde jetzt ein bisschen minen, dann werde ich noch ein bisschen fischen, dann werde ich noch die, ja, die Wand, also die Felswand wegmachen beim Garten und vielleicht auch für die Tiere dann unterirdisch etwas machen, damit die Tiere da auch raus können. Genau. Also, dann gehe ich mal hier weiter. Jo, und Dankeschön fürs Zusehen. Wir werden sicher noch viel machen können. Eben das Erkunden werden wir dann noch machen. Aber das leider klappt jetzt nicht zeitlich. Das machen wir beim nächsten Part.
Und Paladin werden. Ja. Und ja, die Wolle machen für das Schiff. Genau, das Schiff noch plündern, wenn wir dann Paladin sind. Sehr gut. Ja, das wäre alles. Also, vielen lieben Dank. Und Dankeschön für die Unterstützung. Je mehr ihr macht, desto besser werden auch die Videos. Und ihr habt einfach Vorteile. Bei mir habt ihr immer Vorteile, keine Nachteile. Sonst meckert einfach, gell? Tschüss.